Wir werden mal gucken, wie die Frauen versus die Männer spazieren gehen. Nicht wandern, sondern spazieren gehen. Heute eine Überraschung, haben wir drei Frauen mit. Patrick, ich bring dich um. Neo Bro, wer hat jetzt gewonnen? Das ist ein Scheiß. Guten Morgen, meine Lieben. Heute sind wir wieder im Harz mit wieder mal unsere Bros. Moin. Guten Tag. Yo. Heute eine Überraschung, haben wir drei Frauen mit. Die haben wir unterwegs aufgesammelt. Lagen die so einfach rum. Guten Morgen. Hi. Nathalie. Hi. Wie fühlst du dich? Oh, super. Super? Mhm. Danke. Guten Tag. Guten Morgen. Wer bist du denn? Also ich bin die Frau von dem Navigator. Ich heiße Anastasia und ich bin schon ganz neugierig, was heute alles auf uns zukommt. Guten Morgen. Wer bist du denn? Noch weiß ich nicht, aber wenn ich gleich nach 3 Stunden spazieren gehe, dann werde ich mich finden, dann weiß ich das. Frag mich nochmal. Okay, dann bis später. Und ein Bro haben wir auch dabei, heute mit. Neo wieder dabei, wieder am Start. Wo geht's jetzt lang heute? Wir gehen an der Bude, Talrapsperre oder so, wie die heißt, keine Ahnung. Und dann wollen wir mal gucken, wie das mit den Fröhleins aussieht. So, wir sind hier wieder mal gestartet. Nach dem Frühstück. Und Mädels sind hinten. Wie immer. Was eigentlich nicht normal ist. Normalerweise sind die immer vorne. Oder unten. Mal schauen, was heute uns erwartet. Eine kleine Überraschung. Was heißt Überraschung? Kleine Challenge. Haben wir heute vor mit Frauen, auch mit uns. Denke ich mal, ne, Wolfschick? Aber sowas von, ne? Wir werden mal gucken, wie die Frauen versus die Männer spazieren gehen. Nicht wandern, sondern spazieren gehen. Genau. Ja, genau. Das ist unser Plan. Mal gucken, wann die anfangen aufzugeben. Wo führt ihr uns hin? Das möchten wir gerne wissen. Ha. Vielleicht möchtest du uns die Überraschungen verraten. Nein. Das ist keine Überraschung. Das ist mehr... Naja, man weiß nie. Patrick, ich bring dich um. Das war deine Idee. Wegen Challenge und wegen Frauen mitnehmen. Richtig. Hier, Patrick, super gemacht. So, Leute, es geht zu der ersten Challenge. Wir werden jetzt sofort gucken, wer den schwersten Rucksack hat. Und mal gucken, ob die Frauen, die jetzt hier sagen, wir haben Urlaub, sich mal ordentlich vorbereitet haben. Vitek, Bro, was machst du gerade? Ja, die Challenge hat begonnen, also wiegen wir jetzt mal alle Rucksäcke durch. Welchen Rucksack nimmst du jetzt als erstes? Der erste Rucksack gehört dir. Ja, perfekt. Google Mama. 23,4. Ein Rucksack für einen richtigen Mann. So, meine liebe Fräulein, sag mal, darf ich mich... Darf ich oder soll ich mich gerade peinlich fühlen für deinen Rucksack? Nee, ich schätze so mit 12 Kilo. Ich habe Creme, ich habe feuchte Tücher, ich habe alles dabei. Na, dann schauen wir doch mal. Ja, mal Vitek, Bro, wo sind wir da? 14,6. Jurcik, Bro, was meinst du, wie schwer ist dein Rucksack? 22, 23. Wir schauen mal, wie du schätzen kannst. Vitek, Bro? 22. 22. Du Lusche. Ja, was? Ich habe gesagt 22, 23. Aber gut geschätzt, Tanja. Oh, ja. Was hat Jurcik dir heute alles in deinen Rucksack gepackt? Nichts. Ah, alles okay. Selber was eingepackt, heißt? Nur das Nötigste. Ach so, ich dachte, der ist leer. Fast, ja. Wir schauen mal. Ich habe mir Mühe gegeben, alles woanders reinzustopfen, nicht bei mir. Vitek, Bro? 10,9. Eieieiei. Nastja, was ist bei dir alles im Rucksack? Und warum ist er so leicht?
Wieso? Woher weißt du, dass das leicht ist? Das weiß ich. Also, nur das Nötigste. Auch Schlafsack und ein bisschen Essen und Trinken. Perfekt, das ist das Wichtigste. Ganz genau. Hauptsache, der Mann ist dabei. Ja. Wie talk, Bro? Der kleinste Rucksack hier in der Runde. Ja. Wiegt 9,6 Kilo. Diesmal denke ich mal, werde ich nicht den schwersten haben. Den habe ich ja letztes Mal schon gehabt mit 23 Kilo. Jo, 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 jo. So, schauen wir mal. 24,2. Nee, wirklich? Nein. 19,4. Na gut, okay, die Flasche nochmal drauf. Dann bist du bei 21,4. Ja. Passt. So, liebe Leute, wir haben jetzt beschlossen, dass die Männer hier in dieser Runde gewonnen haben, weil die Frauen haben nichts mit. Wo ist der Applaus? Wo ist Applaus für uns? Juhu! Jetzt geht's wieder gleich los. Wir haben die Rucksäcke gewogen. Wir haben gewonnen. Jetzt kommt die nächste Challenge. Und zwar seht ihr dort oben einen kleinen Hügel. Das sind knappe 100 Meter. Ich hoffe, ihr seht das. Ja, jetzt seht ihr das besser. Und wir laufen jetzt jeweils einer gegen einen, Frau gegen Mann, dort hoch und schauen, wer als erster dort hochkommt. Und glaub mir, die Frauen sind sportlich, wir nicht. Na? Vitok, Bro, wie stehen deine Chancen? Bestens, 100% Gewinnchance. Okay. Nathalie? Super. Ja, also, ich habe schon einen Plan. Du verteidigst die Familienehre. Wieso? Soll ich verlieren? Nein, du sollst Gas geben. Ja, ich gebe mir Gas. So, Jürgen, Bro, du bist unser Schiedsrichter, du lässt das Tuch fallen. So ein Tuch. Irgendeins. Soll ich Hund fallen lassen? Nein. Auf drei. Eins, zwei, drei! Neo Bro, wer hat jetzt gewonnen? Wie war's? Oh, war gut. Ich habe gewonnen. Du hast gewonnen? Super, ja, ich hab's geschafft. Man musste ja bis zur Mitte. Victor wollte weiterlaufen, aber nee. Victor, wo bist du? Wie war's? Kinderspiel? Ja. Hey, ich brauch erstmal Schluckwasser. Alles klar. Wolfchick, Bro. Der Speedy Gonzales, der ist ja da. Ja. Ich werde ein bisschen langsamer sein, aber ich mache mir keinen Kopf. Tatjana. Ich stehe hier ganz gut und ich glaube, ich will aufstehen. Wer macht Schiedsrichter? Ich. Auf eins, zwei, drei. Tanja, da. Die Kraft, lauf! Schneller! So, da haben wir ja jetzt 2-0 schon. Wieso 2-0? Ja, was? Ja. Tatjana hat aufgegeben. Hat sie nicht? Ja, doch. Sie hat jetzt. Ja, doch. Ja, doch. Was hätte ich jetzt wenigstens trainiert? Keine Ahnung. Doch, wir waren doch gestern in der Sauna waren wir. In der Sauna, genau. In der Sauna joggen. Genau, das hat mir nicht wirklich was gebracht. So, Wolfchick. Wie war's? Wer hat gewonnen? Das war zu kurz. Kurz? Ja. Das ist mal so. Okay. Jetzt sind die Nächsten. So, ihr beiden. Wie sieht's aus? So, erzähl mal, Juri. Wie sieht's aus? Ja, Jurczyk, Bro. Bin schon bereit. Ist bereit schon? Bin schon bereit. Wie ist es bei dir aus? Ich bin nicht bereit, aber... Du bist der Champ. Das wird funktionieren. Perfekt. Eins, zwei, drei. Da побежали. Na Leute, wie fühlt man sich als Champ? Total toll. Jo, Jurczyk, Bro. Perfekt. So freut sich ein Gewinner. Also sind wir uns mal wieder einig, dass die freien Frauen schon wieder ablosen, oder?
liebe Leute, nachdem wir den Bodestausee fünfmal umrundet haben, haben wir gedacht, müssen wir mal ein Stößchen machen, ne Leute? Jo, wie sieht es bei euch aus? Super. Machen wir ein Prösterchen mit leckerem Perlenbacher. Na, wow. Vitok, was hast du da Leckeres? Zeig mal in die Kamera. Zlatopramen. Говорят, здесь по-немецки говорить. Юрчик, бро, warum trinkst du nix? Ich bin vegan. Mittels, was habt ihr? Ich hab Hugo. Werbung für Lidl. Hugo? Was ganz Tolles. Sangria. Sangria. Oh, wollen wir tauschen? No. Scheißen Dreck. Direkt, ja. Direkt auf Spanien. Weißt du, was ich ist bei so dir? Was Schönes. Gordon. Genau. Boah, die haben Hochprozentiges. Das ist voll unfair. Ja, wenn wir schon schleppen, dann was Ordentliches. Nur 7. Nach super vielen Kilometern, Regen, Hagel, Wind und ekligem Wetter und Müdigkeit sind wir jetzt hier in dieser Schutzhütte angekommen. Hier wollen wir bleiben. Und bevor wir uns jetzt zur Abendruhe hier versammeln und entspannen, wollen wir noch eine Challenge machen. Und diese Challenge, die wird so funktionieren. Wir haben zwei absolut gleiche Zelte und die sollen zusammengebastelt werden. Und zwar einmal von einer Midlife-Sister und einmal von einem Midlife-Bro. Und beide haben so ein Zelt noch nie aufgebaut. So, dann fangen wir doch mal an. Wir haben Jurczyk, wir haben Natalie, wir haben zwei Zelte, wir haben Neo, der wird ein bisschen stören. Und jetzt fangen wir, an. Na, wie sieht's aus bei dir? Warte doch mal, ist noch nicht so weit. Ich habe das schon ein paar Mal gemacht und ich gewinne. Immer. Ach, okay. Da sagt mein Mann immer. Immer, immer sagen, immer gewinnen. Jawohl. Jurczyk, Bro. Ich habe das noch nie gemacht und ich verliere. So Leute, 3, 2, 1, los! Jurczyk, Bro, du sollst jetzt nicht lesen. Ah, danke, guck mal, sie ist schon fast fertig. Mach unsere Ehre nicht kaputt. Deiner ist noch zusammengetüdelt hier. Keine Ahnung, kaputt. Aha, hier wird schon Zeitung gelesen. Warte, das habe ich gemacht. Jetzt Loch rein, Loch rein. Auf jeden Fall in ein Loch. Sehr süß. Aber Juri guckt bei mir ab. Wow. Wer hat das erfunden, ey? Nee, ist noch gar nicht aufgerichtet. Jurczyk, Bro, ja, gib Gas. Ich bin fertig. Oh, Mann. So, liebe Mamis Zuschauer. Ja, Mama kann alles, ne? Voll leicht aufzubauen, Blech. Patrick, was laberst du, ey?
Das ist doch. Das ist es, ein Scheiß. Komm, ich helfe dir. Das ist. Tanja, was soll die Scheiße? Warum hat unser Bro jetzt verloren? Ohne Frau geht gar nichts. Ich kauf mir ein Wurfzelt, das war's. Nicht sowas. Ja, liebe Leute, das ist totale Scheiße jetzt gewesen für uns. Aber die Frauen haben gewonnen, da kann man nichts machen. Müssen wir uns jetzt zufrieden geben, die nächste Challenge kommt sofort. Nach der ersten Challenge sind ein paar Minuten vergangen, so knappe Stunde. Da hinten sieht man schon die Zelte aufgebaut. Da noch einer und da hinten ein sehr schickes, wie ich finde. Das sieht man in der Natur fast gar nicht. So ein kleines Ding. Sieht aber richtig geil aus. So, und jetzt wollen wir die nächste Challenge machen. Weil wir Hunger haben, müssen wir unsere Kochgeschirre aufbauen. Jurcik hatte das noch nie. Und der macht für die Bros mit. Und seine Frau Tanja, die macht das jetzt auch. Also seid gespannt, wer gewinnt beim Kochgeschirr zusammenbauen. Wir haben hier zweimal eine Gasbuddel und zweimal ein Kochgeschirr. Die Regel ist, man muss das Geschirr so zusammenbauen, dass die Gaskartusche oben mit einer mit diesem Gasbrenner verbunden ist und dort soll ein Topf draufstehen. Das alles, mehr braucht man nicht. Na Leute, wie sieht's aus? Seid ihr bereit? Bereit wie immer. So, auf 3, 2, 1 geht's los. 3, 2, 1, los. Hello world, wake me up to another good, good morning, time to go. Jurcik, Bro, du hast schon mal verloren. Gib Gas. Yeah, I'm going for the ride. And by myself I am alive. And I soar. Still I run toward the wind. And let the challenge draw me in. Cause I want more. Oh, we are all. Applaus. So, jetzt gibt's Essen. Njam, 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 njam. Dürfen wir nochmal mit? Was? Wohin? Dürfen wir nochmal mit? Nein. Lecker. Ja, was gibt es bei dir heute? Reis. Reis? Ja. Darf ich mal reinluschern? Und du Burns. Schmeckt ganz lecker. Das? Ja. Was gibt es bei dir heute? Gulaschsuppe. Jörg, aber warum so wenig? Wie, warum so wenig? Ich hatte schon ein Y-Food und dann jetzt Gulaschsuppe. Ja, Y-Food. Y-Food. Das reicht. Tanja, was gibt's heute bei dir? Erbseneintopf. Ja, ja. Ja, also. Heute lassen sie alles raus. Dieses Zelt da hinten, das wird richtig schön aufgebläht da stehen. Aber schön warm, ne? Also, ich probiere mich nachher durch. Nathalie, was gibt es bei dir? Ich habe Gulasch und zwei Matjesfilet. 800 Gramm davon und 500 Gramm davon. Und Brot. Was hast du denn Leckeres? Ich habe auch irgend so einen Nudelscheiß. Oh Gott. Ja, Tomaten-Nudeltopf. So Leute, während wir das Essen genießen, dürft ihr mal ein bisschen Pause machen. Also nicht Pause machen, es geht für euch gleich weiter. Für uns wird es erstmal lecker sein. Liebe Leute, es ist tiefe Nacht. Ich bin zerknittert, weil ich beim zweiten oder beim dritten Mal schon aufgestanden bin. Ich will euch mal was Feines erzählen. Wir haben hier Füchse, hier bei uns im Lager. Und diese Viecher, die schleppen uns den Müll und allen möglichen Scheiß irgendwie weg. Und das Feine daran ist, nicht, dass die Füchse es wegschleppen, das wird Jörg gar nicht merken. Die haben schon zum zweiten Mal einen Rucksack komplett weggeschleppt. Und Vitok schläft wie ein Baby. Ich zeige euch das gleich mal. So, guck mal Leute. Der kleine Weg der Verwüstung, der ist nicht von uns entstanden, sondern weil die Füchse hier unser Müll komplett rausdemoliert haben. Und Vitok, der schläft hier genau daneben. Ihm ist scheißegal. Der schnarcht. Da hinten sind die Rucksäcke. Die standen vorher direkt unter Vitok. Und einen Rucksack haben sie weggeschnappt. Dann habe ich einen Rucksack
Ja genau, der schnarcht. Hört mal zu. Das Video. Dann habe ich hier unten diesen Rucksack, den sie klauen wollten, die Füchse, habe ich hier hinter, unter den ganzen Rucksäcken versteckt, habe den mit schweren Rucksäcken zugemacht und die Füchse haben ihn trotzdem rausgezogen. Und Video schläft. Ein Wunder. So, und jetzt gehen wir auf der Suche nach dem Rucksack. Zum ersten Mal, Leute, beim ersten Mal, als ich den Rucksack gefunden habe, war da hinten, dort ganz hinten, bei den Bänken da. Aber jetzt sieht man hier nichts. Ich gehe trotzdem mal gucken. Vielleicht finde ich den hier. Vielleicht finde ich auch diese scheiß Füchse, die uns hier, beziehungsweise nur mich, nicht schlafen lassen. Ne, hier ist nichts. Ich hoffe, ihr könnt das sehen. Ja. Gehen wir weiter. Also, ich glaube, damit ihr hier nicht lange mit mir in dem dunklen Wald rumläuft, werde ich erstmal nach dem Rucksack suchen. Und wenn ich ihn gefunden habe, dann melde ich mich zurück. Guck mal, Leute, am Rande unseres Häuschens, da wo Vitok schläft, habe ich eine Spur gefunden. Dann die verfolgen wir gleich mal. So, da hinten ist alles, warte mal, ich drehe mal die Kamera. Da hinten sieht man nichts, alles stockdunkel. Wenn ich jetzt das Licht da dran mache, sieht man hier hinten schon ein paar Dosen. Auf jeden Fall fanden sie scheinbar Tanjas ihre Tomaten lecker. Dann sehe ich hier Wurst, leckere Wurst, na klar. Die würde ich auch gerne haben wollen. Aha. Die haben hier Instant-Suppe haben sie gefressen. Ey, Tanja wird heute Morgen nichts zum Frühstücken haben. Wo ist der scheiß Rucksack jetzt? Katastrophe. Nachts muss ich hier durch dieses Gehölz diesen scheiß Rucksack suchen. Oh Mann. Komm her. Hier ist nichts. Kein Rucksack. Aha, guck mal. Ich hab ihn. Da ist er. Irgendwas oder irgendjemand hier um mich herum. Irgendwelche Viecher. Nicht, dass sie mich gleich hier mitnehmen und wegzerren. Da hinten ist der Abgrund. Hinter dem Abgrund zeige ich morgen, wenn es nicht regnet, ist der Stausee. Und hier ist Tanjas Rucksack und der ist völlig leer. Die hat morgen dann nicht mehr so viel zu schleppen. Schön, ne? Na gut, ich sammle den mal auf und dann sehen wir uns gleich wieder. So, liebe Leute, ich bin wieder bei unserem Schnarcher. Vitok kriegt jetzt nochmal einen vierten Spitznamen. Er ist ja Speedy Gonzales, er ist Feuerteufel. Er ist Navigator und jetzt ist er auch ein Schnarcher. Und der schnarcht immer noch, wobei ich hier die ganze Zeit schon in einem Häuschen rumlaufe. Also auf den kann man sich nie verlassen. Ich zeige euch mal den Rucksack, den die Füchse hier zertippert haben. Müll sammeln wir morgen auf. Guck mal, Leute. Der arme Rucksack komplett durchnässt. Hier oben. Ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt. Zeige ich aber morgen nochmal, alles komplett auseinandergerissen. Ja, das wird leider nicht mehr zu gebrauchen sein. Macht aber nichts. So Leute, jetzt habe ich keinen Bock mehr hier den ganzen Rucksack aufzusammeln. Jetzt gehe ich schlafen. Wir sehen uns morgen früh. Gute Nacht. Leute, wir sind jetzt wieder an einer Schutzhütte, aber an einer Schutzhütte, der hier hinten auch mit dem Parkplatz ist, wo eines unseres Autos steht. Bevor wir uns verabschieden, habe ich noch was Feines zu erzählen. Und zwar haben wir knappe 7 Kilometer in der Richtung da irgendwo ein Auto stehen lassen.
erst bei der Harzkühlerei, damit wir, dann haben wir ein Auto hierher gebracht, damit wir heute nicht so weit laufen müssen. Knappe 3 Kilometer haben wir jetzt gerade hinter uns. Jetzt wollten wir uns ins Auto setzen und zu einem anderen Auto fahren. Ja, und was ist passiert? Eine unserer Sisters hat den Schlüssel in dem Auto vergessen, der da hinten steht. Perfekt, ne? Und mit diesem kleinen Witz möchte ich mich und die Bruce und die Sisters von euch verabschieden. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonniert uns, liked uns und verfolgt uns weiter. Und schreibt uns, ob das mit den Sisters euch gefallen hat. Also, tschüss Leute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüsskowski.